komme, was da kommen mag, solang du lebst, ist es Tag. Und geht es in die Welt hinaus, wo du mir bist, bin ich zu Haus. Ich sehe dein liebes Angesicht, ich sehe die Schatten der Zukunft nicht. Zwischen dem 14. und 15. September 1817 war ein stark Gewitter über Husum. Trotzdem lag irgendwo in der Gasse, auf irgendeines Bürgers Kellerluke, der junge Advokat Johann Casimir Sturm. In einer Angst, mit der er sich nicht zu helfen wusste. Denn sein schönes junges Weib lag daheim in Geburtsschmerzen, von jeder Art hilfreichen Händen umgeben, die er durch die seinen zu vermehren nicht imstande war. Das war meine Geburtsstunde. Das Kirchenbuch und meine Mutter streiten sich, ob sie in der 14. oder 15. des Monats gefallen sei. Meine Mutter behauptete energisch den 14. und ich glaube ihr mehr als dem alten Propsten, der in seinen Konfirmationsstunden die Bescheidenheit dadurch illustrierte, dass man bei Kaffeevisiten nicht das sechste Stück Zucker in seine Tasse tue. Mal hier mit durch. Ja, danke. Also hier ist unser Hauptarchivraum. Da sind die ganzen Bücher von und über Sturm. Und was suchen Sie? Was ja, kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für die Hebelmann-Bücher. Dann zeige ich Ihnen mal den kleinen Hebelmann, den die meisten Leute kennen. Ja. Ah ja, das ist meine Lieblingsausgabe gewesen. Ich bin Vivian. Theodor Storms Literatur ist mir seit Kindheitstagen vertraut. Meine Eltern lasen mir oft zum Einschlafen den kleinen Hebelmann vor. Es wurde zu meinem Lieblingsbilderbuch, das ich immer und immer wieder angeschaut habe. Heute studiere ich Literaturwissenschaften in Hamburg. In einer Seminararbeit beschäftige ich mich nun mit dem Leben und Werk von Theodor Storm. Meine Recherchen beginnen in Husum. Da heißt er dann Jacot. Ja. Das steht den Übersetzern dann natürlich frei. Mit Hebelmann können die Engländer und Franzosen wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Musik.